Ja, Freunde, einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Wir werden heute mal auf dieses wilde Video von Crypto Lulu reagieren. XRP Pump am 21. November. Was für eine wilde Theorie. Ich werde mit euch gemeinsam darüber sprechen, wie er das Ganze argumentiert. Ich habe natürlich, so wie ihr mich kennt, das Ganze gegengeprüft und werde auch mit euch gemeinsam mal schauen, ob das, was er erzählt, irgendwie nachvollziehbar ist. Und natürlich bin ich am Ende mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ich persönlich nehme mich da erstmal raus. Ich werde nur mit euch gemeinsam darauf reagieren, weil dieses Video gerade ein Stück weit viral geht und viele mich schon gefragt haben, was ich davon halte. Jetzt werde ich es mit euch gemeinsam schauen und wir werden mal gucken, was der gute Herr zu erzählen hat. Ein selten sympathischer Kerl, wirklich sehr, sehr cool. Crypto Lulu, momentan auf der Überholspur, macht sehr geile Analysen und vor allem gräbt er richtig schön tief, guckt sich viele, viele Dokumente an der Zentralbanken von Swift und so weiter. Also schwierige Kost, die er sich da gibt und es stark vereinfacht für uns dann raushaut. Also auf jeden Fall ein dickes Like von mir. Falls euch der heutige Content gefällt, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten genug der warmen Worte, lasst uns direkt reintauchen in das Video. Alright guys, I was really on the edge about whether to actually make this video because it would be completely unedited. I'm literally on my lunch break and I wanted to cover basically a few things in this video. One, which ended up being from a guy who tweeted at me, and it was really annoying, really, really annoying. He was basically saying, how can you say that Swift will affect XRP? Swift is just a messaging service. And he said a few explicit words in there as well. It really annoyed me because he was on the right track. Like, his answer was partly right, but he hasn't obviously gone through the research. And so I'll answer that question for everyone here. Also grundlegend hört ihr ja immer mal wieder Swift und Ripple. Ripple wird Swift nie ersetzen und das sind Kontrahenten, Gegenspieler und vor allem, was hat Swift mit XRP zu tun? Und in erster Linie habt ihr natürlich vollkommen recht, Swift hat gar nichts mit XRP zu tun. Und einer seiner Nutzer hat ihm gesagt, du, pass mal auf, Swift ist einfach nur ein Messaging-Service. Also was labert ihr davon wegen, das würde den XRP-Preis in irgendeiner Form berühren oder beeinflussen? Und er geht jetzt genau darauf ein und inwieweit Swift sehr wohl etwas damit zu tun hat und vor allem dieser neue Standard ISO 20022 eine elementare Rolle spielt für Ripple und XRP. And then also as a result of that, what came as a result of that and so many different tweets was basically an update to the ISO schedule that I wanted to share here. So this is completely unedited. I'm on my lunch break, just going to upload it after I'm done. Aber das sind die Creator, die wir doch sehen wollen, oder? Jemand, der mitten in seiner Mittagspause, der hat gerade Pause von seinem Hauptjob, setzt sich ins Auto, nimmt einfach was auf. Also ich fühle den Typen richtig, er brennt einfach dafür, gefällt mir richtig gut. So, first things first, I'm going to be looking down because I've got my notepad here. So I've been writing things down as they've gone on throughout the day while I could in between work, right? So bear with me. So the first thing we hear is that the European Central Bank and ISO and SWIFT were going to delay until March. And that seemed a bit funny because there was a few lines in those documents that suggested that people could opt in beforehand. Now, that was kind of speculation. But I did realize that, or I found on the SWIFT website, there was a list of companies, banks on there that basically had all the codes, all the messaging codes ready to go for the new ISO system. And so I deducted from that that they would actually be ready, certain banks would actually be ready in March, in November, sorry. See, I would have edited that out, but I can't. They would have been ready in November. And that the March delay was essentially just a ploy to get people to despair more, maybe? I don't know what the plan was there. But they basically want to catch us out unexpectedly. Okay, also seine erste These ist, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass Swift, aber auch zum Beispiel Fatwire, alle angekündigt haben, ihre Umstellung zum ISO-Standard 20022 auf den März zu verschieben. Ja? Also das Ganze sollte delayed werden. Dazu muss man aber wissen, und das ist etwas, was ich nicht finden konnte im Netz, denn er spricht von einer Liste, die Swift wohl hätte, aus der hervorgeht, dass sehr wohl schon viele Banken diesen Messaging-Standard implementiert haben. Also er sagt, obwohl es eigentlich erst im März starten soll, haben sehr, sehr viele Banken schon bereits alles scharf geschaltet und sind schon ready to go. Und das eigentlich mit dem Ziel November. Und er sagt halt, vielleicht ist es ein Trick, vielleicht sollen wir irgendwie gar nicht auf die Idee kommen, uns jetzt tiefer damit zu beschäftigen. Er kann es nicht genau sagen. Also theoretisch sollten eigentlich die Banken oder ein Großteil der Banken bereits im November startklar sein. Das ist erstmal so die Grundthese. And so I get this tweet of the guy saying,
why are you getting excited about XRP and Swift? They're not the same thing. They're very different. There's no connection whatsoever. So of course I sent him through the links where you see that Ripple are actually on the board of advisors for as a member for the ISO standard, right? So ja, das höre ich auch sehr häufig. Viele sagen mir mal wieder, ja, was hat denn Swift mit Ripple oder erst recht mit XRP zu tun? Und da möchte ich euch mal was zeigen. Er hat nämlich gerade gesagt, die haben sehr wohl was damit zu tun, denn dieser ISO-Standard, also dieser neue Messaging-Standard, der hat auch eine Gruppe, die das Ganze sozusagen anführt. Ja? Und in diesem Standard ist eben unter anderem auch Ripple. Ripple tritt dem ISO Global Standard Body für grenzüberschreitende Zahlungen bei. Ripple ist Mitglied des ISO 20022 Standardisierungsgremiums geworden, das einen neuen Datenstandard für Zahlungen und Datenübermittlungen zwischen globalen Finanzinstituten vorantreibt. Dazu habe ich noch gefunden, Ripple wird Mitglied des globalen ISO-Standards Standardisierungsgremium. Laut einem Bericht von Swift wurde der Standard bisher in über 70 Ländern übernommen. In den kommenden Jahren wird es de facto Standard für hochwertige Zahlungssysteme aller Reservewährungen sein und 80% des globalen Volumens und 87% des Transaktionswerts weltweit unterstützen. In meiner Ripple-Doku, ich glaube, im zweiten Teil spreche ich auch genau darüber, dass eben doch sehr, sehr viel darüber abgewickelt werden soll. Ihr seht also, es ist nicht widersprüchlich. Viele glauben ja immer, dass Swift vernichtet wird von Ripple. Ich kann mir sehr gut eine Koexistenz vorstellen. Und das Ganze sieht man auch nochmal hier. Mitgliederliste der sogenannten Registry Management Group, also Registrierungsverwaltungsgruppe. So, jetzt habe ich erstmal geschaut, was das überhaupt ist. Die Registerverwaltung ist eine organisatorische Funktion, bei der Verwaltung von Informationen an einer Organisation während ihres gesamten Lebenszyklus gewidmet ist. Vom Zeitpunkt der Erstellung oder des Empfangs bis zu ihrer endgültigen Entsorgung. Dies umfasst das Identifizieren, Klassifizieren, Speichern, Sichern, Abrufen, Verfolgen und Vernichten oder die dauerhafte Aufbewahrung von Aufzeichnungen. Also eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und ihr seht, wer alles dabei ist, ja? Und unter anderem sehen wir hier unten zum Beispiel, das ist alphabetisch geordnet, sehen wir hier RippleNet. RippleNet ist also auch ein wesentlicher Teil dieser ISO-Gruppe. Und von daher kann ich nur bestätigen, was er sagt. Also es stimmt tatsächlich, Ripple ist ein Teil dieses ISO-Standard-Gremiums. It's all there. I sent him the documentation. But essentially, first question I want to cover is why do we get excited about the ISO 222 update and why do we get excited in relation to XRP's price? Das ist die Frage der Fragen. Wir freuen uns hier immer wieder darauf, dass dieser Standard endlich kommt, aber eine berechtigte Frage, was ist eigentlich jetzt praktisch gesehen der Grund, warum der XRP-Preis steigen soll deswegen? Also okay, neuer Messaging-Service oder neuer Standard in Ordnung, aber warum soll XRP jetzt dafür verwendet werden? Und dazu kommt er jetzt. Sehr, sehr spannend, Freunde. Because, yes, I understand, and I know there's people who in here who maybe haven't done the research, don't know what Swift does and the ISO update. They didn't know about any of this, but I'll do it briefly because I've talked about it in previous videos. Basically, when you're sending a payment, you have to send first a message. And that message comes in relation to the account it's going to, the amount that's being transferred. All of that information comes in a message before the actual money is moved. Das ist vielleicht ganz wichtig. Und nur damit ihr mal versteht, wie so ein Messaging-Service funktioniert. Also ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Nehmen wir mal an, ihr möchtet jetzt von der Deutschen Bank Geld an die Bank of America senden. Bevor das Geld fließt, sendet erst einmal die Deutsche Bank eine Nachricht, und zwar dieser aktuelle Messaging-Standard, an die Bank of America, so eine Art Absichtserklärung. Ja? Wir würden gerne im Auftrag unseres Kunden, Alex, würden wir jetzt gerne 100 Euro an euch senden. Ja? Dann weiß die Bank of America auch direkt im zweiten Schritt die Summe, die dann transferiert wird, zuzuordnen. Denn ansonsten wüssten sie ja gar nicht, warum haben wir jetzt 100 Euro bekommen? Wo kommen die auf einmal her? Mit welcher Absicht? Und dieser Messaging-Standard ist aktuell noch sehr einfach gehalten, sehr wenig Daten, die transferiert werden. Und man nennt das Ganze eher Data Poor, also sehr wenig Daten, eher eine Armut an Dateninformationen. Ja. Dagegen gibt es beim neuen ISO-Standard ein sogenanntes Data-Rich-Phänomen. Denn wir haben plötzlich viel, viel mehr Daten. Wir haben plötzlich ganze Transaktionshistorien der Blockchain und so weiter. Und das macht es eben super interessant, was diesen neuen Messaging-Standard betrifft. Viele haben mich nämlich gefragt, was heißt das überhaupt? Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen erklären. Bevor also eine Transaktion abgewickelt wird, kann man jetzt einen Haufen Daten rübersenden, damit der Empfänger direkt weiß, womit hat er es zu tun, was darf er erwarten und so weiter und so fort. And so Swift is the company that operate that messaging layer. So of course, the Swift update to ISO 222 isn't directly related to XRP, but here's why the XRP price would actually go up in that instance. So you have the new messaging standard. This new messaging standard actually includes the addition of data-rich information, so more information. And part of that
is information regarding a cryptocurrency or a blockchain payment. Now, if you're taking a blockchain payment and using the messaging system to be able to take that cryptocurrency, you have to be able to have a transactional currency to be able to do that. And even more specifically, you need a transactional currency that's quick, fast, that was the same thing, safe, reliable. But they also need to have Das ist so real, ne? Ich feiere ihn richtig. Aber was auf jeden Fall sagt, ist, um dieses Ganze abzuwickeln, braucht man eine Transaktionswährung. Ja? Die braucht halt gewisse Eigenschaften, ja, die hat er ja gerade nochmal aufgezählt. Und unter anderem natürlich die Schnelligkeit, ganz, ganz wichtig, und die Effizienz. Aber da kommen eben nur zwei in Frage. A liquidity functionality. Liquidity-Funktion, ganz genau. To be able to do all of these transactions, right? It actually has to be liquidity-rooted. Now, there are only two liquidity-rooted blockchains or systems in this area, right, in blockchain. That is XRP or Ripple and Stellar Lumens or XLM. There's only two, okay? So if we're looking at the ISO standard and the new standard that's coming in with more cryptocurrency data attached, yes, any payment from any blockchain can come in, right? I understand why he was saying it's not XRP, it could be any blockchain. It is any blockchain that can integrate with that standard. But if you actually want to have the transfer of money and the value actually needs to move, you need a liquidity-based token that's agnostic, which means it doesn't matter which country it's from. There's only XRP and XLM, right? So. Und das ist ganz wichtig. Also ihr habt vollkommen recht. Es wird ja auch gemunkelt, dass ADA oder das Casper-Protokoll bzw. das Casper-Netzwerk, dass all die auch irgendwie ISO-fähig wären. Und das möchte auch niemand abtun oder abstreiten, um Gottes Willen. Alles ist natürlich möglich. Im Prinzip ist es ja einfach nur eine Implementierung eines gewissen Standards. Und das kann wahrscheinlich jede Blockchain früher oder später. Was aber wichtig ist, diese Liquiditätsfunktion und dieses Agnostische, sprich also dieses Länderlose, da hat man sich eben irgendwann verständigt darauf, dass es diese beiden sein sollen, neben XRP und XLM. Und das sind eben diese Transaktionswährungen und dementsprechend haben sie so eine große Bedeutung. And has to use XLM or XRP and XLM to be able to process those payments. The price for the XRP has to go up. And the price for the XRP has to go up because in order for XRP to operate and for XLM to operate the way it's supposed to operate, the price has to be high. And I've talked about. Und das ist der Punkt. Es gibt eben nur eine gewisse Anzahl, XLM gibt es sogar nur die Hälfte, 50 Milliarden sind es ganz genau, während es bei XRP zumindest 100 Milliarden Stück gibt. Wenn natürlich jetzt die Banken das scharf schalten und dieses neue Messaging-System verwenden und die Transaktionswährung benötigen, dann ist natürlich nur die Frage der Nachfrage. Denn wenn es ganz, ganz viel Nachfrage gibt und sehr viele Transaktionen abgewickelt werden wollen oder abgewickelt werden müssen, dann braucht man dementsprechend natürlich XRP und XLM. Damit man jetzt nicht so viele von denen benötigt, muss der Preis pro Einheit hoch sein. Und das ist das, was David Schwartz, was ich und auch was ganz viele andere Leute euch erzählen. Es geht nicht darum, hier irgendwie in FOMO zu geraten oder irgendwie zu hoffen, oh ja, ich wünsche mir so sehr, dass das passiert, sondern es ist einfach nur meiner Meinung nach zumindest ein logischer Prozess. Denn mit steigender Nachfrage in dem neuen Messaging-System wird auch dementsprechend die Frage nach Liquidität groß und die kann nur geschaffen werden, wenn eben der Preis pro Einheit hoch ist. Talked about that in previous videos. So that's why we're getting excited about this new ISO update. Okay, das auf jeden Fall erstmal, warum man so gehypt ist oder warum viele, inklusive mir, eben glauben, dass dieses ISO-Update noch sehr, sehr viel Relevanz haben wird, auch für den Kurs. So, gucken wir mal an, was er noch zu erzählen hat. So, thank you very much to you, who sent a screenshot of an email, I think an internal email that they send you through the bank, online banking. Jetzt wird spannend, er hat hier eine E-Mail bekommen von einem Nutzer, ich glaube, der kommt aus Südafrika, und der hat wohl eine interne Mail erhalten von seiner Bank oder von einer Bank, die darauf hinweist, dass sie am 21. oder in der Nacht vor dem 21. November eine große Wartung macht. Und eigentlich war ursprünglich der 21. November auch immer angedacht für dieses Go-Live-Event. Also da sollte eigentlich alles scharf geschaltet werden. Am Anfang des Videos haben wir ja bereits erfahren, das wurde jetzt auf März verschoben offiziell. Aber eigentlich sollte im November alles startklar sein. Und dementsprechend haben sich natürlich schon im Vorfeld viele Banken vorbereitet. Die machen das ja nicht mal eben so ein, zwei Wochen vorher. Und von daher ja, wird es sehr, sehr spannend. Aber wir gucken mal, was er da im Detail erzählt. Basically updating him that the Standard Bank, his bank in South Africa, will be undergoing an update to their system ending on November the 20th at 11:59 p.m. Why is this significant?
Well, it's significant because the go-live date, the original go-live date for the new ISO system was the 21st of November. And they are telling him that there's going to be an update to the system at 11:59 on the 20th. Wow, und im Laufe des Videos, ich werde euch das ganze Video mal verlinken, aber jetzt wird er das nur nochmal wiederholen mit anderen Beispielen, sagt er, er hat auch nochmal irgendwie eine Liste zugeschickt bekommen oder gefunden, die ich leider auch nicht entdecken konnte im Netz, aus der hervorgeht, dass noch viele weitere Banken, und er nennt sie dann noch alle namentlich, ebenfalls in diesem Zeitraum eine Wartung haben. Jetzt habe ich mal geschaut und ihr kennt mich, ich prüfe mal alles gegen, ich muss zugeben, ich habe da leider nichts zu gefunden. Die einzige Bank, die in diesem Bereich irgendwie mal eine Wartung durchführt, ist die ING DiBa oder die ING Bank. Die haben hier nochmal geschrieben an ihre Kunden, in der Nacht vom 18. auf den 19. November führen wir planmäßig Servicearbeiten an unserem System durch. Das Internetbanking und das Banking über die App stehen daher in der Zeit von Freitag bis Samstag nicht zur Verfügung. Also, ich kann das nicht bestätigen, ob das stimmt. Und hier geht es denn eben los in dem Bereich. Wir warten einfach mal die nächsten 4 Tage ab. Dann werden wir ja schlauer sein. Denn das ist etwas, was ich jetzt nicht belegen konnte, ob wirklich viele, viele Banken gleichzeitig genau an diesem Datum, also am 20. oder kurz vor dem 21. Wartungsarbeiten durchführen, die darauf schließen lassen könnten, dass sie eben irgendwie das System scharf schalten. Es wird sich zeigen. Auf jeden Fall fand ich das ultramäßig spannend. Und dementsprechend kann es natürlich sein, wenn die denn wirklich scharf schalten und wenn wirklich großes Volumen benötigt wird, dass der XRP-Preis pumpt. Ob so kommt, wird sich zeitnah zeigen. Ich persönlich hoffe darauf, dass zeitnah was passiert. Wünsche mir auch, dass dieses Jahr noch was passiert und meinetwegen auch sehr, sehr gerne am 21. November. Ja, Freunde, das waren doch meiner Meinung nach 2 sehr starke Argumente. Jetzt schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Heiße Luft oder steckt da wirklich was hinter? Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen? Habt eure Bank euch vielleicht irgendwie darüber informiert, dass in diesem Zeitraum Wartungsarbeiten stattfinden? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ansonsten lasst ein Abo da bei CryptoLulu, auch ein Like unbedingt, gerne auch bei mir. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.